Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Die letzte Folge war recht traurig, weil Will seinen besten Freund verloren hat. Er ist wirklich weg. Davon sollte er sich aber nicht unterkriegen lassen. Wir werden auf jeden Fall ihn wieder versuchen zurückzuholen. Ich überlege gerade, was ich mir für Aufwertungen hier hole. Ich könnte die Crit-Chance mal erhöhen, wenn er schon so viele Treffer machen kann. Sunny, du brauchst mal eine stärkere Windtechnik, ganz ehrlich. Ja, Luftsicherheit wird jetzt mal verbessert, da ich mal Sturm habe. Psycho? Ach, übrigens, Hoden, du kriegst zwar deinen Skillpunkt noch, du kriegst Schreddern noch, aber ich tausche dich jetzt aus, weil ich dieses Auge dabei haben will. Weil das wirkte beim letzten Mal, als wir es bekämpft hatten, richtig stark. Und von dem Ritter, irgendwo ist doch diese Fähigkeit bestimmt. Weil der hatte so eine Fähigkeit, womit er sich die ganze Zeit... Hier, Rache ist das offenbar. Jedes Mal, wenn dieses getroffen wird, erhält es Ladung. Buff-Info erhöht den Schaden des nächsten Angriffs. Und das würde ich ziemlich gerne holen. Dafür muss ich mir aber Schnitt 2 holen erstmal. Ich will Rache und Kettenreaktion, dann ist Psycho mega stark. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir eigentlich mal die alten Kameraden loswerden. Dachte ich jetzt gerade zumindest, aber dann kam mir wieder in den Sinn, sie haben ja auch alle so spezielle Fähigkeiten. So, ein bisschen was verbessern. Stimmt ja eigentlich, ich muss Zip noch ausrüsten. Du bist auf jeden Fall ein Magier. Deswegen kriegst du die Kristallkugel. Und alles, was Verteidigung erhöht. Gibt es auch was für Magieverteidigung? Du kriegst mehr Mana. Und das Zauberbuch kriegst du auf jeden Fall. Du brauchst auf jeden Fall Verteidigung. So, ich habe ihnen jetzt offenbar die nötigen Sachen gegeben. Will wartet jetzt in der Bibliothek auf uns. Ich muss die, glaube ich, erstmal eben kurz suchen, weil ich mich nicht ganz genau erinnere, wo die war. Entschuldigung dafür. Ich glaube, die war eine Etage höher. Ja, hier ist die Bibliothek, glaube ich. Tut mir so leid um den armen Will. Hey, ich habe mal so nachgedacht. Es fühlt sich sehr seltsam an, meinen Spektralbegleiter nicht mehr bei mir zu haben. Dein Begleiter wird nicht lange weg sein. Will, wir sind den Alchemisten auf der Spur. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Greifen Sie einen von uns an, greifen Sie uns alle an. Danke. Es bedeutet mir viel, zu wissen, dass du und Shining mir helfen werden. Und ich habe auch noch meine anderen Monster. Nur weil ich meinen Spektralbegleiter nicht mehr habe, heißt das nicht, dass ich kein Monsterhüter mehr bin. Ich weiß einfach, dass mein Spektral verspollen würde, dass ich Monsterhüter bleibe. Also werde ich weiter die Zuflucht bereisen und nach mehr Hinweisen zu den Alchemisten suchen. Das klingt gut, Will. Wir wünschen dir viel Glück auf deinen Reisen. Ich habe allerdings eine Information in einem der Bücher gefunden. Also vor etwa 300 Jahren kam der Orden der Alchemisten in die Zukunft, nachdem sie aus allen anderen Orten verbannt wurden. Irgendwie ist es ihnen gelungen, durch die magische Barriere der Zuflucht zu brechen und die Zuflucht zu betreten. Letztendlich haben sie sich den Monsterhütern dann gezeigt. Der Anführer der Alchemisten, Marduk, hielt eine große Rede und versuchte, die Monsterhüter für sich zu gewinnen. Ich sprach davon, sich gegen die zu wehren, die sie alle in die Zukunft Zuflucht getrieben hatten. Mit den vereinten Kräften der Monsterzuflucht und der Alchemisten wären sie in der Lage, die alte Welt zu erobern.
Die meisten Monsterhüter jedoch wollten keinen Krieg gegen die alte Welt führen. Wie der damalige Hütermeister gesagt hat, die Zuflucht war alles, was sie brauchten, und es gab keinen Grund, Blut zu vergießen. Sie erlaubten den Alchemisten jedoch zu bleiben, was sich als Fehler erwies. Die Alchemisten waren verbittert und wütend darüber, dass sie gezwungen waren, in der Monsterzuflucht zu leben. Einst arbeiteten sie für die Könige der alten Welt und verdienten Reichtümer und Ruhm für ihren Orden. Die Alchemisten planten eine Verschwörung und sammelten Monsterhüter um sich, die ihre Sicht der Dinge teilten. Ihrer Meinung nach waren Monster nichts als Werkzeuge, die sie einsetzen konnten, um die Macht zurückzugewinnen, die sie einst in der alten Welt hatten. Glücklicherweise wurden die Pläne der Alchemisten aufgedeckt, ehe sie sie in die Tat umsetzen konnten. Die Monsterhüter glaubten, dass sie dem alten Orden der Alchemisten ein Ende gemacht hätten. Der Anführer der Alchemisten, Marduk, wurde jedoch nie gefunden. Es gab Gerüchte, dass Marduk einen Weg gefunden hatte, sich unsterblich zu machen. Es ist hier vielleicht irgendwo in der Zukunft. Entschuldigung, dass ich gehen muss, aber ich bin gerade eben erst aufgestanden. Es heißt, er hätte immer eine Teufelsmaske getragen. Das ist alles, was ich herausfinden konnte. Wenn wir mehr über Alchemisten finden, können wir von ihnen vielleicht noch mehr Informationen bekommen. Okay, aber was genau ist jetzt meine Aufgabe als nächstes? Reden. Ich soll mal meine Eltern besuchen. Wahrscheinlich soll ich jetzt einfach die Gegenden, die ich zufällig mal gefunden habe, jetzt auch mal betreten. Wir gehen aber erstmal unsere Eltern besuchen, weil mein Begleiter will das unbedingt. Ah, mein Vater hat mir was geschenkt. Im Übrigen, ich hatte auch einmal ein Auge des Warneis einfach gekriegt, aber das werde ich gleich auch verschenken. So, Beutekiste, ein Diadem Stufe 3, ein Medaillon und ein Skilltrank. Den kriege ich definitiv Sunny. Krieg ich denn gerade Skillpunkt? Dann habe ich direkt schon den Sturm. Nice. Ach, warte, Diadem und das andere, das kann ich ihm ja eigentlich geben. Wo ist das Teil, was ich gerade suche? Medaillon. Macht mehr Verteidigung, Crit-Schaden und Mana-Regeneration. Soll ich auch bei Gelegenheit aufwerten? Ich überlege gerade, welches Gebiet besuche ich zuerst. Links hatte ich einmal ein Eisgebiet entdeckt und rechts habe ich einen Wald entdeckt. Ich wäre zuerst für den Wald. Mal gucken. Ich kann das Katar verbessern. Ist so eine kleine Waffe. Ich muss auf jeden Fall auch wieder Heiltränke kaufen. Die sind mir ja gerade eben fast ausgegangen. Vor allen Dingen Phönix-Tränen habe ich so gut wie keine mehr. Davon hole ich mir jetzt 5 und von den restlichen Tränke. Okay, wir sehen uns dann am Rande vom Wald wieder. So, da wären wir, beim Altwald. Ich muss nochmal eben kurz 2 Skillpunkte vergeben. Unterwegs habe ich nämlich nochmal 2 bekommen. Einmal für ihn hier. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich gebe dir Giftbombe, oder? Nee, Schleimschuss Level 2. Überladung klingt ganz gut. Macht aber, dass die Mana-Kosten höher werden.
So, Cypher. Komm, jetzt ist es an der Zeit, dass du auch mal deine explosive Attacke hier hast. Dann habe ich die einmal in magischer und in physischer Version. Das hat schon seinen Nutzen. Und hier ist direkt ein neues Viech. Ich habe hier die Regel, dass ich neue Kämpfe drin lasse und alte Kämpfe immer rausschneide. Okay, die sind beide schwach gegen Wasser und einer schwach gegen Feuer. Es ist an der Zeit, dass mein Auge mal die Chance kriegt, sich zu beweisen. Ich brauche erstmal Ruhm. Damit ich überhaupt einen Buff habe. Sind die schwächer gegen physische oder gegen magische Angriffe? Die sind mehr gegen Magie gewappnet. Der gegen... Also, ich sollte, wenn, auf Physik gehen. So, ich habe ja hier schon die Attacken, um alle anzugreifen. Säuresturm. Und den Feuersturm auf ihn da hinten. Lebenskanalisierung. Oh, der Feuersturm, der wirkt auch ziemlich krass. Okay. Diese Motte muss auf jeden Fall weg. Du greifst als letztes an. Ich werde erstmal wieder auf den Säuresturm gehen. Und hoffen, dass ich Rüstungsbruch noch auf beide kriege. Dann mache ich jetzt den Eishagel, um den mit den Schäden wegzumachen. Und Feuersturm einfach auf den Druiden da. Ah, ich kann direkt danach nochmal machen. Dann ist der auch weg. Das Vieh hat auf jeden Fall was auf dem Kasten. Dich muss ich auswechseln. Weil du bist fast tot. Dann hole ich ihn hier, weil der hat Wasser. So, Feuersturm. Ah, der ist dann noch nicht weg. Okay. Dann gehe ich jetzt extra auf den hier, damit der weg ist. Schade, ich dachte, vielleicht könnte ich einen Flammenschlag machen. Ich mache mal extra den Sturm, vielleicht habe ich ja Crit-Chance. Jetzt muss ich immer auf die Viecher gehen, die schon den Rüstungsbruch haben. Giftwolke, komm, gib mir Glück. Wenigstens einer ist vergiftet. Erstmal wird's Honey geheilt. So, und jetzt vielleicht kriege ich sogar noch Frost auf die drauf. Schade. Seife brauche ich nicht heilen, den wechsle ich jetzt. Da kann Sven ruhig hin. Dave, heil dich mal. Damit du nicht mehr brennst. Und ich mache nochmal einen Eissturm. Okay, auf einen habe ich Frost. Je mehr Debuffs die haben, umso besser. Okay, jetzt haue ich mir erstmal Kraft drauf. Säureregen. Und Eishagel, weg mit der Motte. Jetzt ist nur noch die Raupe da.
kann ich mich auch heilen. Und jetzt rippe ich die Raupe weg. Tschüss. Ich habe sogar von der Droide das Ei bekommen. Im Übrigen, ich mache jetzt auch hier bei den Viechern eine Regel. Solange die nicht irgendwie gut sind und ich ein Vieh bekomme, was ungefähr denselben Erkundungseffekt hat, tausche ich die aus. Also, Yannick jetzt sowieso, der kann zwar ein Steinhindernis machen, aber das brauche ich jetzt nicht so sehr, weil das kann ich auch genauso gut mit dem Pilz machen. Deswegen würde ich Yannick austauschen, das nächste Mal, wenn ich jetzt bei der Festung hier bin. Und das Druidenei, was ich gerade bekommen habe, wird der neue Yannick. Das ist so gesehen auch eine Aufwertung für ihn. So, Skills. Ich muss auf das Endteil mal drauf gehen. Kriegst natürlich erstmal all deine Fähigkeiten. Der kann wiederbeleben. Wie stark ist das denn? Okay, das ist der ultimative Healer. Du brauchst aber auch ein paar Angriffstechniken. Okay, das kommt noch. Was tue ich noch drauf? Ja komm, wenn er schon mal Rüstungsbruch schafft, dann wird er belohnt. Finde ich gut. Das ist ein besserer Healer als Dave. Also kann ich ihn austauschen. Yannick, willkommen zurück im Team. Was kann der eigentlich sonst noch? Guck mal, der ist sogar wirklich eine Besserung als er. Der hat genau dieselbe Fähigkeit. Den Pilz brauche ich also auch nicht mehr. Frage, ist das Hindernis größer? Nee. Ja komm, dann beende ich das hier mal für heute. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Ich werde jetzt zu der Festung zurückgehen und die, die ich nicht brauche, jetzt abgeben. Und wir sehen uns dann jetzt hier beim nächsten Mal wieder. Tschüss!